Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, ich hab Fragen. Alles steht zum Verkauf. Werft einen Blick darauf. Ich will aber gar nichts kaufen. Wie immer will ich eigentlich viel mehr verkaufen. Und zwar zum Beispiel diesen Amethyst. So, was haben wir hier? Für was habe ich diesen Teller mitgenommen? Oder hat mir den der Aretino-Junge gegeben? Weg damit. Was ist denn das? Weg damit. Dann, ja, den brauche ich. Den Seelenstein brauche ich auch. Das Erz sowieso. Ich habe außerdem noch, ja, diesen Bogen, ne? Tja, das weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, will ich erstmal warten. So, aber dafür, ja, diesen... Gut, damit kann ich wenig anfangen, oder? Nee, lieber ein Schwert. Ja, das brauche ich. Das wollte ich in mein Haus hängen. Das sollte ich in mein Pferd rein... Ja, in die Satteltaschen reinstecken. Hier habe ich noch was. Weg damit. So. Ja, jetzt habe ich hier einiges, ne? Ja, ich habe hier ein Amulett. Das scheint einiges wert zu sein. Nimmst du. Oh, das hat mir einiges gebracht, muss ich sagen. Feuerresistenz hat der Ring. Tja, könnte man ab und an mal brauchen, ne? So, hier. Gold-Anhängerkette bekommst du. Den Goldring sowieso. Nein. Den bekommst du, die Kette. Ja, den Helm, der ist ewig schwer. Passt mir sowieso nicht. Das ist meiner, den brauche ich. Achso, ja, Lampenöl, nicht vergessen. Nicht vergessen. Ja, das ist nicht so schlecht. Die Kapuze brauche ich, aber hier die Rüstung lieber nicht. Die sieht auch so nach dunkler Bruderschaft aus. Und das genauso hier. Weg damit. Obwohl ich eigentlich noch einen Ersatzstiefel bräuchte. So, und dann noch den und dann... Oh, dann wächst langsam unser Goldvorrat, ne? Nicht so schlecht. Habe ich noch irgendwas? Nö. Nö, 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 nö. Was hast du? So, dann, Moment. Hier, Lampenöl. Ich hoffe, du hast welches. Drei Stück hätte ich gern. Drei Fläschchen. Ja, du hast einiges auf Lager. Gut, danke. Brauche ich noch was? Essen vielleicht? Kartoffeln? Jo, gerne. Lauch könnte ich mir auch grillen. Tomaten? Nee. Nee. Ich muss trotzdem nochmal... Ich müsste nochmal auf Jagd gehen, eventuell. So, hast du noch? Nein, du hast nichts. Du hast leider nichts. Ich möchte aber... Bitte kommt wieder. Jetzt, wo ich so einiges an Gold habe... mir noch mal einen anderen Zauberspruch anschauen, nämlich... Ihr braucht etwas? Nee, eigentlich jetzt nicht. Nämlich nicht nur, dass ich mit Feuer hier auf Kreaturen schießen kann, sondern vielleicht auch mit Frost oder Ich sehe Blitz. Schon, dass ihr ein wählerischer Kunde seid. Vielleicht auch noch ein wohlhabender, Aha! Jetzt plötzlich erkennt ihr es. Billetor ist nicht schlecht. Billetour ist echt nicht schlecht. Gibt es eigentlich noch irgendwas im Weißlauf? Müsste ich hier noch was? Vielleicht noch so ein Krankheitsheildrang, ne? Eins sollte man noch mitnehmen für alle Fälle. Ja. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Das... Ist
das Gefährliche? Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Anscheinend nicht. Arcadia! Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. So. Was benötigt ihr, mein Freund? Im Grunde müsstest du mich in Alchemie trainieren, aber ja, nee. Was hast du zu verkaufen? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Eigentlich nur an einen Heiltrank. An einen Krankheitsheiltrank. Hast du überhaupt einen? Ich sehe gar keinen. Zaubertrank der Krankheitsheilung. Kostet? Der kostet doch mal so an die 900, ne? Nehme ich mir zwei? Nehme ich mir zwei und dann bin ich gut aufgestellt. Achso, ja doch. Gut. Gut? Na gut. Dann habe ich genug. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Danke. Also, ich muss euch ein Kompliment machen. Der Laden sieht doch sehr einladend aus. So, wieder bei raus. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel. Glänzende Schmuckstücke für eure beste Hälfte. So, dann noch zum Zauberer. In die Drachenfeste hinauf. Und da könnte ich eigentlich schon wieder Weißlauf verlassen. Oder. Oder? Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Das ist doch gar nicht möglich. Nein. Weiß niemand. Das sind ja hier... Die hatte ich ja schon mal getroffen hier, ne? Die Frau hier. Die hatte ich schon mal getroffen, oder? Nee. Ihr wollt euch den Gefährten anschließen? Nun, sie haben mich gerade aufgenommen. Also ist sicher kein Platz mehr. Warum habt ihr euch denn den Gefährten überhaupt angeschlossen? Macht ihr Witze? Ich wollte schon zu ihnen gehören, als ich noch ein kleines Mädchen war. Habt ihr denn nicht die Geschichten gehört, wie Kotlak und Skjor 101 Ork-Berserker besiegt haben? Skjor sagt zwar, es wären nur 40 gewesen, aber er ist eben bescheiden. Wo sollte ich denn sonst sein wollen? Hier lerne ich von ihnen und kann an ihrer Seite kämpfen. Komische Augen hat sie. Wer genau sind denn diese Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Also eine Kriegergilde. Lebt wohl. Nein, ich bräuchte eigentlich eher eine Magiergilde. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Warum soll ich euch jagen wollen? Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? War das nicht die, die ich bei dem Riesen gesehen habe? Meine Mutter war bei den Gefährten. Mhm. Und ihre Mutter. Mhm. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Tja, das ist doch was. Dann gehe ich mal. Ja, ich auch. Ich auch. Danke. Danke für die Information. Ich würde dann doch nochmal hier raufschauen. Denn da war ich, soweit ich weiß, noch nicht. Huiuiui. Das sieht doch beeindruckend aus. Das sieht sehr beeindruckend aus. Na hallo. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Hübsche Schmiede habt ihr hier.
Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Also das ist die berühmte Himmelsschmiede. Erzählt mir etwas über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Na gut. Was habt ihr denn eigentlich zu verkaufen? Preist die Götter. Ja, dann preisen wir mal die Götter und schauen mal, was ihr so zu verkaufen habt. Tja, das hatte ich auch. Also so... So, das Wahre habt ihr aber jetzt nicht, ne? Obwohl hier das Schwert... Aber ich glaube, selbst da ist meines doch um einiges besser. Und eine Rüstung? Ah, das ist schön. Das ist was Schönes. Aber auch das ist von der Qualität her zwar ganz nett, aber vom Schutz her habe ich da schon Besseres gesehen. Der ist natürlich schön hier. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Ein kleines bisschen sparen. So. Ich kaufe dir mal die Kartoffeln noch ab. Denn ich habe einen Knast. Ich habe richtig Hunger. So, dann essen wir gleich mal eine. Quellwasser? Gibt es hier eigentlich auch Quellwasser? Was kann ich noch? Ja, ich brauche unbedingt, wie gesagt. Ich bräuchte ganz dringendst wieder zu essen hier. Ich müsste praktisch jagen gehen. Käse ist immer gut. So. Auf jetzt zur Drachenfeste. Auf der anderen Seite könnte ich mich ja doch den Gefährten anschließen. Oder? Ich atme nun in königlicher Pracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch, Rote Legionen, denn ich liebe euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich meine, ich verstehe, dass man Talos schätzt, aber das ist mir dann doch zu viel. So, auf zur Drachenfeste. Das erinnert mich daran, dass ich so bald wie möglich jetzt zu den Graubärten endlich mal sollte. Halt, da scheint doch der Zauberer am Tisch zu sitzen. Entschuldigung, wenn ich störe. Faringa. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Bin ich. Ich denke, das wird euch gefallen. Ja, ist schon besser auf mich zu sprechen. So, Rollen brauche ich im Grunde eher nicht. Jetzt geht es los. Ja, ich schau mal. Zum Beispiel wäre hier ein Kältestoß. Kälte ist nicht schlecht. Dann hätte ich einmal Zauber. Ja, das eine war nicht so gut. Also dieses, was ich mir gekauft habe. Ne? Mit den beiden Zaubern bin ich nicht sehr zurechtgekommen. Beschwörung, ja, okay. Ich könnte natürlich auch...
Was ist das hier? Mystischer Wind? Es wird Magika wiederhergestellt. Astralenergie Magika hier genannt. Solange ich laufe. Naja. Mag ja alles schön und gut sein. Was ist denn das hier? Dir verursacht nicht schlecht Feuerschaden. Wie nennt es sich? Inferno. Versengen. Ja. Kreis des Spotts. Jedes Ziel innerhalb dieses Kreises verliert Angriffsschaden und der Anwender bekommt Angriffsschaden. Ja, da müsste ich, wenn ich mit Schwert, ich möchte aber eigentlich mich auf Schwert nicht verlassen. Ich sag's, wie es ist. Das habe ich schon. Ich möchte mich nicht aufs Schwert verlassen. 15. 15. Ein Flammenmeer. Das habe ich. Ja, das kostet weniger eigentlich als... Ja, das Inferno, ne? Was schon merkwürdig ist. Denn das verursacht nicht schlecht Schaden. Blitz wäre auch eine Idee, aber nein. Das habe ich. Schwer, ne? Was habe ich noch? Hier sind Beschwörungszauber eventuell. Hier, was ist das? Blitzschaden, ja, warum nicht? Warum nicht? Was ist das hier? Blutegelsaat. Absorbiere Lebensenergie beim Tod des Ziels. Werde ich geheilt? Na, nicht unbedingt. Jetzt wird es langsam teuer hier. Nekrotische Seuche infiziert einen Gegner. Naja. Heilende Hände. Heilt bei Zielen, die keine Untoten. Könnte ich eigentlich meine Gefährten damit heilen, ne? Was haben wir hier? Eine Feuerrune explodiert. Auf einer in der Nähe befindlichen Oberfläche gewirkt. Wenn Gegner zu nahe kommen mit einer doch recht guten Gewalt. Eine Rune. Könnte ich mir mal kaufen. Dann hätte ich wieder eine... Oder ich nehme mal die Frostrune. Dann hätte ich mal was anderes. Aber... Die Feuerrune macht mir Schaden. Nicht viel mehr, aber sie macht mehr Schaden. Das ist auch nicht so schlecht. Schutz. Denn ich bin ziemlich schnell immer... Ist mein Rüstungswert dahin. Das kaufe ich mir. Gut. Nämlich die Frostrune. Ach, bleibe ich beim Feuer. Was soll's. Tja, da habe ich mir jetzt einiges gekauft. Mal schauen. Blitz. Feuerblitz. Eisstachel. Hier sind die Totenbeschwörungszauber. Gefällt mir gar nicht. Eine Dampfexplosion. Nee, gefällt mir nicht. Elektrische, ja. Frostnova, das wäre nochmal was. Ah, ist mir aber momentan zu teuer. Um einiges zu teuer. Lautlosigkeit, okay. Nein, reicht. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Ich sorge mich um die Sicherheit. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, das wäre auch nochmal eine Idee. Wenn wir keine Männer in den Krieg schicken, werdet ihr am Ende noch einen von Ulfrechs Leuten bewachen. Und wenn ein Assassine sich an der Nachtwache vorbeischleicht, haben wir keinen Jarl. Jarl, ohne Balgro aufs Führung, habt ihr noch etwas zu sagen? Habt ihr noch einen Auftrag für mich? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wird jemand seinen Platz einnehmen, was für uns gut oder schlecht sein kann.
Wie genau denkt ihr, dass ihr Weißler vor den Drachen beschützen könnt? Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Mein Hofzauberer Farengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Ich mag Balkruf sehr. Und ich muss sagen, er muss es nicht nur mit Drachen aufnehmen, sondern auch Ulfric steht gegen ihn. Er will ihn das Messer an die Kehle setzen. Wie kommt es eigentlich? Wie kommt ihr darauf, dass Ulfric den Großkönig umgebracht hat? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ja, das, ja, genau. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. So, ja, dann. Es stimmt, ihr habt eine Stadt zu führen und ich habe einiges zu erledigen. Und zwar müsste ich jetzt, das schaffe ich vielleicht noch mit meinem Pferd, auch wenn es schon spät ist, ich müsste jetzt noch zu meinem Haus. Aber Moment, bevor ich hingehe, nehme ich Eisenerz mit aus meinem Baumhaus. Ich werde erst meine Feuerstelle. Das wäre das Beste. Moment. Erstmal die Zauber lernen. Was macht das Kaiserreich? Nein, weniger als Was gabt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Seid froh, dass ihr hier seid. Und nicht in diesem Waisenhaus in Riftun. Sei froh, sag ich dir. Obwohl, jetzt könnte es anders aussehen. Ne? Ich muss nochmal dorthin. Und muss vor allen Dingen nochmal nach Künesheim auch. Denn ich habe ja noch diesen Schild hier. Ich habe noch einiges. Ich glaube, als nächstes wäre es geschickt, das Haus mit einer Feuerstelle zu versorgen. Dann alles, was ich noch so überzählig habe, in mein Haus einzulagern. Dann muss ich schauen, wenn ich in meinem Haus bin, dass ich... Ja, einen neuen Plan noch. Ich brauche einen neuen Plan. Aber erstmal zu meinem Haus. Das schaffe ich noch. Vor der Dunkelheit mit dem Pferd müsste ich es schaffen.